ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in der Shanti Manu Handspinnerei Werkstatt. Ich bin Shanti Manu und heute geht es nochmal um Zwirntechniken. Und zwar haben mich ein paar Fragen von euch erreicht, die besonders die Technik des Zwirnens aus einem zentral gewickelten Knoll betrafen. Da sind ein paar Fragen zusammengekommen. Ich habe mir zwei rausgepickt, die ich am häufigsten entdeckt habe und die ich heute mit euch bearbeiten möchte. Und dafür habe ich ein kleines gewickeltes Knäuel, das zwei Enden hat. Wenn ihr euch an die Technik nicht mehr erinnern könnt oder jetzt nicht genau wisst, wovon ich rede, dann schaut nach dem entsprechenden Video Zwirnen aus einem Knäuel. Und zwar ist das Knäuel mit Hilfe einer Nüstepinde oder eines anderen Gerätes oder eines Wollwicklers so gewickelt, dass ich ein Ende habe, was aus der Mitte des Knäuels kommt und ein Ende, das sich um das Knäuel herum windet und dementsprechend auch abwickelbar ist. Und diese zwei Enden kann ich miteinander verzwirnen. Das ist eben besonders praktisch, wenn ihr kleinere Mengen habt, die ihr verzwirnen möchtet, beziehungsweise zum Beispiel nur eine Spindel voll und eben nicht zwei Spulen voll oder zwei Spindeln voll, sodass ihr zwei Knäule daraus machen könnt. Und ohne Reste zu haben. Denn wenn ihr könntet natürlich daraus zwei Knäule machen, ihr müsstet aber eben extrem aufpassen, wie viel ihr auf ein Knäuel wickelt, damit ihr zwei gleich große Knäuele habt. Die erste Frage, die ihr mir gestellt habt, ist mit diesem Knäuel eigentlich auch schon recht schnell beantwortet. Und zwar habt ihr mich gefragt, was man dagegen machen kann, dass das Knäuel durch die Luft fliegt, wenn es zu leicht wird. Vor allem bei zentral gewickelten Knäueln ist das eben der Fall, dadurch, dass das Innen dann je nachdem sehr eng ist oder die Fasern stark aneinander hängen, dass man das Knäuel im Prinzip an den Faden hochhalten kann und das etwas Kraft braucht, um den Faden aus dem Knäuel zu ziehen. Ihr könnt das sehen, wenn ich das jetzt hier festhalte, fällt das Knäuel nicht direkt. Wenn ich hier festhalten würde, würde das Knäuel direkt fallen. Die einfachste Möglichkeit, damit umzugehen, ist, das Knäuel in der Hand zu halten und gar nicht erst auf den Boden zu legen, wo es dann immer wieder hochkommen kann und dann hat man es doch auf einmal in der Hand hängen. Das heißt, die einfachste Methode, wie ich finde, um sich daran zu gewöhnen, ist es direkt in der Hand zu halten, solange das Knäuel nicht zu groß ist, besteht eben diese Möglichkeit. Sofern das Knäuel nicht zu groß ist, könnt ihr euch daran gewöhnen, das in der Hand zu halten und die Fäden mit der linken Hand zu koordinieren, so dass der eine Faden immer aus dem Inneren des Knäuels einfach gerade ausgeführt wird und der andere Faden immer um diesen herum. Und ihr vermeidet gleichzeitig, dass die beiden Fäden sich vorher schon miteinander verdrehen. Jawohl, Salat, ihr habt richtig gesehen. Das passiert besonders gerne bei Knäulen, die aus Fäden bestehen, die mit sehr viel Drall gesponnen sind. Also es hat nicht unbedingt immer was damit zu tun, dass das Knäuel von beiden Seiten gewickelt wird, sondern das liegt an dem Drall in dem Faden. Umso mehr Drall in dem Faden ist, umso leichter verdreht der und verknotet sich so ein bisschen mit sich selber. Meistens ist das kein Problem, wenn ihr ein paar Schritte beachtet. Erstens, durchatmen und Ruhe bewahren. Es kann kaum was kaputt gehen. Im schlimmsten Fall reißt der Faden, das ist dann auch kein Weltuntergang. Zweitens, haltet die Spindel fest, klemmt sie euch unter den Arm oder zwischen die Beine. Auf jeden Fall müsst ihr die so fest haben, dass der Faden sich weder auf noch weiter zudrehen kann. Drittens, trennt die beiden Fäden vorsichtig mit den Händen voneinander.
Ja, in der einen Hand haltet ihr das Knäuel, das heißt, ihr könnt nur mit den ersten drei Fingern arbeiten, wenn ihr mit dem kleinen und dem Ringfinger das Knäuel festhaltet. Aber wenn ihr die Faden voneinander trennt, könnt ihr mit den Fingern der linken Hand, in der ihr das Knäuel haltet, den Faden, der verknotet ist, langsam auftrennen. Wickelt den Faden dafür um eure Finger, um den Zeigefinger und den Daumen oder um den Daumen und den Mittelfinger. Wenn ein Knoten in dem Garn ist, könnt ihr auch die rechte Hand zur Hilfe nehmen, um ganz vorsichtig den Knoten aufzutrennen. Wichtig ist dabei, dass ihr versucht, das Garn ein bisschen auf Spannung zu halten und die Spindel immer fest ist, also dass die Spindel bei euch unter der Schulter oder zwischen den Beinen eingeklemmt ist, sodass nicht viel passieren kann. Wenn ihr den Faden auf die Hände gewickelt habt, dann könnt ihr den wieder spannen und weiter spinnen. Und beim Verzwirnen den Faden von den Fingern gleiten lassen. Und voilà, ihr habt's geschafft. Es ist wirklich gar nicht so schwierig, wie es aussieht. Es sieht erstmal ein bisschen nach einem Garngewusel aus, aber mit ein bisschen Übung, nach ein, zwei Mal, sitzt das. Und ihr könnt die meisten kleinen Knötchen und Verwuseleien, die beim Verzwirnen entstehen, ganz schnell selbst beheben. Überhaupt kein Problem. So, ich hoffe, auch dieses Video hat euch geholfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all euren weiteren Spinnereien. Besucht mich auf www.chantimanu.de und bis zum nächsten Video. Alles Liebe. Ciao!